Hallo, liebe Sternenfreunde, und ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den Monat Mai 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch die Konstellationen des Monats begleiten. Der Mai dürfte ein prickelnder Monat werden, denn die Liebesplaneten Venus und Mars stehen in Harmonie zueinander und geben uns Liebeslust und Lebensfreude. Das Potenzial, sich neu zu verlieben, ist groß. Aber auch diesen Monat lauern wieder ein paar Fallen und Fettnäpfchen, die unser frisch erblühtes Flirt- und Liebesglück gefährden könnten. Mehr dazu erzähle ich euch gleich, aber jetzt erstmal ganz herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin meiner Verlosung aus dem April. Ein Partnerhoroskop gewonnen hat Sarah Eicher. Ganz herzlichen Glückwunsch. Liebe Sarah, bitte melde dich bei mir unter meiner E-Mail-Adresse oder über mein Kundentelefon, damit ich dir dieses Partnerhoroskop zuschicken kann. Dafür brauche ich ja dann auch deine Daten, damit wir dann zusammenkommen. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Und auch diesen Monat gibt es wieder etwas zu gewinnen. Mehr dazu am Schluss des Videos und den Gewinner oder die Gewinnerin gebe ich dann in der nächsten kosmischen Schwingung bekannt. Ja, meine Lieben, wie sieht's aus im Mai? Zunächst mal schauen wir auf den Neumond vom 26. April, der die Stimmung vorgibt. Und da haben wir ja eine Sonne-Mond-Konjunktion im Zeichen Stier, was einfach auch schon mal anklingen lässt, dass es um Lebensfreude, um Genuss geht. Ja, vor allen Dingen eben Stier ist ja das Genusszeichen und die Natur erblüht. Man möchte draußen sein, man möchte sich einfach mit den schönen Schwingungen des Frühlings verbinden. Tanz in den Mai ist auch sehr spannend. Am 30. April dann, da haben wir nämlich eine Konstellation zwischen Mars und Lilith. Und der Tanz in den Mai geht ja eigentlich auf ein altes Göttinnenfest zurück. Und dafür habe ich ein kleines Extra-Video für euch vorbereitet. Das könnt ihr euch mal anschauen. Da erkläre ich euch das ein bisschen, was da der Hintergrund ist. Auf jeden Fall denke ich, dass es zum Tanz in den Mai ziemlich hoch hergehen wird. Es wird ein heißer Tanz in den Mai. Aber weil der Mond im Krebs steht, tun wir gut daran, ein bisschen aufzupassen, ein bisschen Rücksicht aufeinander zu nehmen. Und vor allen Dingen, wenn eben jemand, ein Angebeteter oder eine Angebetete, sich Zuwendung wünscht, und man das dann einfach so vergisst, dann wären die Gefühle verletzt. Also seid aufmerksam und schaut, wer sich von euch Liebesgrüße wünscht. Genau, und dann geht es auch schon los. Am 1. Mai stehen die Konstellationen also wie folgt. Ich werde euch das jetzt ein bisschen auflisten. Natürlich steht die Sonne im Stier und die geht dann ab dem 20. Mai in die Zwillinge. Der Merkur steht zu Beginn des Monats im Widder. Und wird dann am 3. Mai wieder direktläufig, der ist ja jetzt noch rückläufig, wird aber dann direktläufig und geht dann bis zum 16. Mai noch durch den Widder und anschließend in den Stier. Die Venus steht den ganzen Monat über im Zeichen Widder und besucht die erste Dekade vom 1. bis 10. Mai, die zweite Dekade vom 10. bis 27. Mai und die dritte Dekade dann vom 27. Mai bis zum 3. Juni. Und der Mars eben im schönen Aspekt zur Venus steht in den Zwillingen. Deswegen vertragen die sich diesen Monat besonders gut, Venus und Mars. Und der besucht die erste Dekade vom 1. bis 7. Mai, die zweite Dekade vom 7. bis 21. Mai und die dritte Dekade vom 22. Mai bis 5. Juni. Und was der Mars so macht währenddessen, ist sehr interessant. Der wird nämlich währenddessen eine Opposition zu Lilith bilden. Damit geht der Monat auch los. Anschließend eine Spannung zu Neptun, zu Romantikplaneten Neptun und dann noch einen positiven Aspekt zu Glücksplanet Jupiter. Da gehe ich dann aber auch noch näher drauf ein, vor allen Dingen auch bei den einzelnen Sternzeichen, was das dann jeweils für euch bedeutet. Genau, dann haben wir Jupiter weiterhin in der Waage, steht in der zweiten Dekade. Saturn steht Ende Schütze in der dritten Dekade. Uranus steht weiterhin im Widder und zwar auch in der dritten Dekade des Widders. Jetzt zu Beginn des Monats eben zusammen mit Merkur. Der Neptun steht in den Fischen in der zweiten Dekade und Pluto steht im Steinbock in der zweiten Dekade. Der Mondknoten, ganz wichtig, steht jetzt auf den ersten Graden, also auf 0 Grad Jungfrau bis zum 9. Mai und dann ab dem 9. Mai abends geht er ins Zeichen Löwe, dann in die dritte Dekade. Chiron steht in den Fischen in der dritten Dekade und Lilith steht im Schützen. Und zwar in der ersten Dekade bis zum 23. Mai und danach geht sie dann in die zweite Dekade. Genau, das war jetzt erstmal so der Überblick und jetzt gehen wir ein bisschen in die Bedeutung dieser Konstellationen.
Gleich zu Anfang des Monats ist es eben spannend. Merkur wird ja am 3. wieder direktläufig und steht dabei hier ganz dicht bei dem wilden Uranus. Das heißt, wir sind sehr inspiriert, haben tolle Ideen und es ist gut fürs Internet. Also Internet-Dating, Internet-Bekanntschaften stehen, glaube ich, diesen Monat besonders günstig oder Flirt-Apps, solche Sachen. Ne? Also einfach jemanden kennenlernen, indem man die Methoden der modernen Technik benutzt, Austausch über Dating-Portale. Das funktioniert in diesem Monat besonders gut. Und außerdem kommt auch Humor sehr gut an. Merkur-Uranus ist eine humorvolle Konstellation. Und der Mars, der in den Zwillingen steht, steht in Harmonie dazu und begünstigt diese Tendenz. Das ist also so ein bisschen das Thema für den Monat, auf jeden Fall bis zur Monatsmitte, wenn der Merkur dann ins Zeichen Stier wechselt. Venus im Widder und Mars in den Zwillingen bilden eben ein harmonisches Paar in diesem Monat. Aber sie werden uns auch ganz schön ins Schwitzen bringen mit ihren Aspekten. Es fängt an mit dem Mars, der steht zu Beginn des Monats hier in Spannung zu Lilith, das heißt Mars als Held und hier Lilith, die wilde Göttin, das verspricht also sehr, sehr heiße Affären. Aber man weiß nicht genau, ob die dann auch wirklich von Dauer sind. Aber wenn ihr unter dieser Konstellation eben jemanden kennenlernt, ist das schon sehr, sehr prickelnd. Darauf gehe ich aber in den einzelnen Sternzeichen-Videos auch ein. Ab dem 7. und bis zum 12. Mai wird der Mars dann ein Quadrat zu Neptun bilden. Warte mal, das zeige ich euch hier, genau. Mars, Neptun. Und das bedeutet, da ist also ein bisschen ein Konflikt zwischen unserem Wunsch zu flirten oder jemanden kennenzulernen oder auch sexy zu sein und irgendwelchen Wahrheiten, die wir vielleicht nicht aussprechen wollen. Neptun ist ja auch so ein bisschen der Planet der Täuschung. Gleichzeitig haben wir aber auch einen guten Aspekt hier vom Mars zum Jupiter. Ja, das passiert also beides gleichzeitig. Und die bilden hier, das nennt man ein Lerndreieck. Also wenn wir mit der Situation richtig umgehen, können wir daraus was lernen und vielleicht dabei sogar jemand Tolles kennenlernen. Also wie gesagt, Mars, Neptun, da muss man aufpassen, dass jemand auch meint und tut, was er sagt und nicht plötzlich abtaucht. Ja? Und dann gleichzeitig diese positive Verbindung zu Jupiter, das ist wiederum fantastisch für Anziehung, Lebensfreude und tollen Sex. Das könnte also heißen, dass das gut ist für kurze und heiße und inspirierende Abenteuer. Aber ob etwas Ernsthaftes draus wird, das hängt eben davon ab, wie aufrichtig und respektvoll man miteinander umgeht. Weil aber der gute Aspekt zu Jupiter direkt nach dem Aspekt zu Neptun exakt wird, habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es da ein Happy End gibt. Aber auf jeden Fall ist es halt wichtig, dass ihr, wenn ihr euch auf was Ungewisses einlasst, so ein bisschen einfach schon euch bewusst seid, dass es vielleicht nicht von Dauer ist, aber vielleicht eine tolle Erfahrung wird. Genau, und mitten in dieser aufgeheizten Stimmung haben wir dann auch noch Vollmond. Der Vollmond ist in der Nacht vom 10. auf den 11., also genau um 23.42 Uhr. Und der spielt sich ab auf der Achse Stier-Skorpion, ist naturgemäß ein sehr leidenschaftlicher Vollmond, weil einfach die Zeichen Stier und Skorpion sinnlich und leidenschaftlich sind. Also wer Zeit hat in dieser Nacht, sollte sich Zeit für die Liebe nehmen. Genau, und diese Konstellation beinhaltet eben auch nochmal diese Dinge, die ich eben schon besprochen habe. Da sind alle diese Aspekte aktiv. Ne? Hier der Liebhaber, der vielleicht noch eine Agenda hat. Hier haben wir die Möglichkeit, eine ganz tolle sexuelle Verbindung zu erleben. Hier haben wir die große Leidenschaft. Hier haben wir den originellen Austausch und den Humor. Also das verspricht schon eine sehr prickelnde Zeitqualität. Ne? Am 16. Mai geht dann der Merkur ins Zeichen Stier. Da ändert sich dann die Energie so ein bisschen von diesem leichten, witzigen, spontanen, aber auch manchmal ein bisschen rücksichtslosen des Widders hin zum etwas bedächtigeren und gehaltvolleren Stierzeichen. Im Zeichen Stier kann man auch gut flirten, ist aber vielleicht ein bisschen langsamer. Ne? Aber das kann gar nicht schaden, wenn man so Dinge ein bisschen bedächtiger betrachtet. Und am 20. Mai, und zwar genau um 22.30 Uhr, geht die Sonne dann ins Zeichen Zwillinge, was natürlich auch nochmal eine Veränderung der Energie bringt. Sie ist dann im selben Zeichen wie der Mars und auch in Harmonie zur Venus. Und am 19., 20. beginnt auch die heißeste Phase des Monats Mai. Diese heiße Phase, kann man sagen, geht ungefähr vom 19.
Mai bis zum 3. Juni. Und in dieser Zeit wird die Venus sich dann nacheinander mit Jupiter verbinden. Also sie geht hier in diese Spannung zu Jupiter und dann wird sie in Spannung zu Pluto laufen. Das ist am 25. Und dann ganz zum Schluss des Monats wird sie dann hier in die Konjunktion mit Uranus hineinlaufen. Das sind also drei Aspekte nacheinander, die eine gewissermaßen eine Geschichte erzählen. Ja? Die Geschichte ist also die, dass man sich zunächst mal wieder mal ganz toll verlieben kann. Also wenn die Venus hier in diesen Aspekt zu Jupiter geht, das ist einfach ganz toll für Begegnungen und man ist wohlwollend, man hat Spaß, man lernt tolle Leute kennen. Also das ist absolut super. Aber, und dadurch liegt eben auch sehr viel knisternde und aufregende Flirtenergie in der Luft und die Chemie zwischen den Flirtpartnern ist enorm. Aber dann geht die Venus eben in diese Spannung zu Pluto und Pluto steht so ein bisschen für die Bad Boys. Das heißt, gerade wir Frauen laufen Gefahr, uns in Bad Boys zu verlieben, so in so Herzensbrecher, ja? Besonders die Frauen, die also ganz sensibel sind. Oder die andere Falle mit dieser Konstellation ist, wir treten zu forsch auf und schlagen diejenigen in die Flucht, die vielleicht sensibel sind. Ja? Also entweder man ist zu verletzlich oder man tritt zu energisch auf. Und bei den Männern haben vielleicht die Bad Boys erstmal Oberwasser, bis man ihre Masche dann durchschaut. Und die sensibleren Typen, die fallen vielleicht erst nicht so auf, aber die kommen dann groß raus, wenn sich zeigt, dass sie aufmerksam und respektvoll mit den Damen umgehen, weil das kommt gut an. Und zum Schluss wird ja dann die Venus ein großes Trigon bilden mit dem Mondknoten und Saturn. Das ist eine ganz spannende, ganz tolle Konstellation. Und der Mars ist dann hier auch noch eingebunden. Hier, das nennt man Drachen, so eine Drachenkonstellation. Und da sind also die Liebesplaneten beteiligt. Da ist Uranus beteiligt, der die Spontaneität reinbringt, aber auch Saturn, der wiederum die Chance reinbringt, dass was Ernsthaftes draus wird. Und der Mondknoten als Seelenpartner. Und dann am 31.05. ist auch noch der Mond dabei. Ist eine ganz, ganz tolle Konstellation zum Ausklang des Monats, wo dann vielleicht doch sich wieder ein Happy End ergeben kann. Oder wenigstens die Erkenntnis, welche Sache nicht funktioniert. Auch das ist ja manchmal sehr, sehr wichtig. Dann haben wir aber in diesem Drachen auch hier eine Spannung wieder zwischen Mars und Saturn. Also diejenigen, die es übertrieben haben, die werden dann hier vielleicht von Saturn auch ausgebremst, aber das brauchen wir dann eben auch, denn um eine vernünftige Beziehung einzugehen oder um gute Zeiten in der eigenen Beziehung zu erleben, muss man einfach auch eine gewisse Reife mitbringen. Und das ist dann wieder auch der Tenor dieser Konstellation. Der Monat ist toll und wird wahrscheinlich auch ein Happy End haben, wenn man eben mit Vernunft und einer gewissen Gelassenheit und einer gewissen Reife an die Sache herangeht. Und so können wir eben schöne Beziehungen anfangen oder auch schöne Zeiten in bestehenden Beziehungen erleben und eben auch einen Seelenpartner finden. Die Zeitqualität ist dagegen nicht gut für Leute, die sich dominant und autoritär verhalten oder für solche, die sich kindisch und unreif benehmen. Genau, zum Schluss nochmal ein Blick auf den Neumond, der ja dann wieder die nächsten 4 Wochen vom Thema her so ein bisschen bestimmt. Der ist am 25.05. in den Zwillingen abends um 21.44 Uhr. Und da würde ich jetzt mal als Thema sagen, die Macht der Worte, denn das Zeichen Zwillinge steht ja eben für Worte und Gedanken. Und die Konstellationen gehen ja dann auch in die Opposition zur Lilith. Lilith steht im Schützen und ist von daher geneigt, sich lautstark für Gerechtigkeit einzusetzen. Das könnte also vielleicht dann auch ein großes Thema werden. Das habe ich ja auch schon erwähnt, dass der Feminismus eine neue Welle erleben wird mit dieser Konstellation. Also das ist sehr spannend, dieser Neumond, mit dem dann auch der Mai ausklingt. Ja, meine Lieben, soweit also die allgemeinen Konstellationen im Mai. Wie das sich für euch jeweils einzeln auswirkt, das erfahrt ihr dann in den Sternzeichen-Videos. Wie immer ganz ausführlich, wisst ihr ja, auch mit euren Top-Tagen des Monats. Und wenn ihr für euch ganz persönlich euer individuelles Horoskop mal klären möchtet, dann könnt ihr natürlich gerne eine Beratung bei mir buchen. Und alles dazu findet ihr auf meiner Webseite. Da könnt ihr genau studieren, welche Art von Beratung ihr buchen möchtet. Dann kann man noch Extras dazu bestellen. Also schaut euch da mal um und macht euch mal schlau. Und dann einfach bestellen und dann melde ich mich bei euch, damit wir einen Termin machen können.
So, und zum Schluss zur Verlosung. Auch diesmal gibt es wieder was zu gewinnen, nämlich 15 Minuten Kurzberatung bei mir zu einem Thema, was ihr euch aussuchen könnt. Und um in die Verlosung reinzukommen, postet ihr mir bitte einen netten und interessanten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Das funktioniert jetzt hier. Hier einfach draufklicken und dann ist der Kanal abonniert. Dann habe ich wieder einen Akademietermin am 6. Mai. Da gibt es einen neuen Kurs rund um die Liebessterne. Und damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.